Ja, hallo und herzlich willkommen bei Rust. Mein neues Let's Play. Ja, unser kann ich noch nicht sagen. Also ich habe jetzt noch keinen Kollegen, der es gerne mit mir spielen möchte. Ja, ich habe leider technische Schwierigkeiten, was mein Computer betrifft. Einmal ist mein tolles Mikrofon, was ich sonst immer benutzt habe, leider kaputt gegangen, beziehungsweise das Kabel hat einen weg. Ich weiß es nicht. Es funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Ich hoffe, dass man mich trotzdem gut hört und dass das Rauschen jetzt nicht zu laut ist. Ja, ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wie wir hier genau beginnen. Also ich sehe nur, wir haben hier einen Stein und Medipack und Fackeln. Ja, so viel weiß ich schon und ich habe auch schon in anderen Let's Plays gesehen. Man kann jetzt hier halt auch mit dem Stein die ganzen Holz abbauen. Ja, das ganze Spiel ist noch in Englisch. Ich schätze mal, das wird sich irgendwann noch ändern. Ja. Natürlich nicht so schön für mein sehr gebrochenes Englisch. Ich denke mal, das wird mir noch mal ein paar Schwierigkeiten bereiten, weil ich wahrscheinlich nicht alles verstehen werde. Schon mal eine Hütte. Ja, solche Hütten kann man wohl irgendwie selber bauen. Open. The door's locked. Also diese Hütte gehört jemandem, also bin ich hier schon in der Nähe von einem anderen Spieler sehr wahrscheinlich. Und ob er jetzt freundlich gesinnt ist oder nicht, das wissen wir natürlich nicht. Okay, hier sind jetzt, der hat hier wahrscheinlich die Hütte noch nicht richtig zugemacht, weil man kommt ja hier quasi an die Sachen ran. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt wirklich hier was klauen soll oder nicht. Oder vielleicht ist die Hütte auch wirklich für jeden zugänglich. Was haben wir denn hier? Ja, überall Holz, oder? Nein, das haben wir jetzt gesammelt, ne? Schauen wir mal. Scheint nirgendwo was drin zu sein. Alles schon leer geräumt. Aber hier sind wir bestimmt sicher, was die Gegner betrifft. Die Tiere, die Wildtiere. Ja, hier haben wir schon ein Lagerfeuer. Ja, da müssen wir natürlich erstmal Holz reinlegen. Das auch brennt, vermute ich mal. Gut, ja, bauen wir jetzt erstmal Holz ab. Da unten haben wir ein Dorf oder sowas. Und das ist radioaktiv verseucht. Ja, zu der Geschichte von Rust kann ich nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass man hier auf einer Map spawnt irgendwo und muss halt ums Überleben kämpfen. Ob man das ob man jetzt irgendwann hier stirbt, könnte ja sein, ne? Aber ich will es gerne mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie fern man hier an so einem radioaktiv verseuchten Dorf
darf. Manchmal wird die Sicht schon schlechter. Normalerweise müssten wir ja theoretisch krank werden oder sterben. Ich weiß ja nicht, inwiefern das funktioniert hier. Schauen wir einfach mal, ob man hier rein kann oder nicht. Und sterben jetzt natürlich. Komm, müssen wir uns sofort mal töten. You are dead. At the camp. So, gut, gut. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier gelandet sind. Vielleicht wieder an derselben Stelle sind wie gerade. Was haben wir denn hier Schönes? Tja, gut. Schon mal eine Straße. Wo führt die uns denn wohl hin? Ich würde ja gerne ans Wasser, aber ist ja schon bald eine richtige Festung. Können wir denn hier schon irgendwas machen? Hier ist nichts drin. Ja, ich denke mal, hier wird wohl nichts so. Oh doch, hier ist was drin. Red Sweet Hermit. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, ob der Helm jetzt hier schon verstrahlt ist oder ob der jetzt, ob das jetzt extra das Symbol bedeutet, dass dieser Helm halt gegen radioaktive Strahlung, ja, dass es halt etwas abhält. Wir probieren es einfach mal aus und ja, tragen jetzt schon mal einen Helm. Ja, da war doch gerade was angezeigt, oder nicht? Das verschwindet aber leider wieder. Aha. Was haben wir denn hier? Animal Fat. A type of resource. Flare, also ich denke mal so Leuchtraketen oder sowas. Nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ich weiß nicht, ob man das, kann man das vielleicht direkt essen? Split. Was ist, wenn wir das jetzt hier reintun? Mal gucken, wenn wir jetzt die Taste 4 drücken. Passiert nichts. Okay. Was haben wir hier noch? Nichts. Auch nichts. Okay.
Hier haben wir auch wieder eine Feuerstelle. The doors locked. Also hier ist auch eine verschlossene Tür. Da kommen wir nicht rein. Also vielleicht gehört es hier jemanden. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Was ist das? Oh, Medikit. Sehr nice. Nehmen wir natürlich alles mit und ich hoffe ja, dass wir lange genug überleben. Ach da, da ist eine Feuerstelle. Aha. Okay, hier können wir uns irgendwas brutzeln. Eventuell. Es scheint nichts zu sein. Hier auch nicht. Ja, hier haben wir ein paar Tiere. Mal schauen, ob wir, ob die uns jetzt angreifen oder nicht. Dann haben wir natürlich wieder alles weg. Ich weiß nicht, ob die uns freundlich gesinnt sind oder nicht. Sind. Ich glaube nicht. Ich sollte mal einfach weglaufen. Ja, jetzt sind wir natürlich verletzt und werden natürlich sterben. Oder ich habe doch hier Medikit. Wie kann man das denn benutzen? Use. Mhm. Gut, gut. Das zu den lieben, lieben Tierchen da. Wildtiere hier. Oh! Ich glaube, der ist etwas stärker gewesen und ja, jetzt ist er natürlich wieder tot. Ja, was passiert denn, wenn wir auf Respawn klicken einfach? Ja, toll. Jetzt sind wir natürlich wieder sonst wo. Das ist dann die Strafe, wenn man stirbt. Ne? Jetzt haben wir natürlich wieder alles weg. Ja, das sind halt diese ersten Anfänge, aber da sind wir am Wasser, da wo ich gerne hin wollte. Ich denke mal, zu mehreren Leuten macht das sicherlich Spaß, wenn man sich da zusammentut und ja, ich weiß ja nicht, ob das hier so möglich ist, so eine Art kleines Dorf zu schaffen. Ja, das Spiel ist natürlich noch in der frühen Alpha. Oben rechts steht es auch 11. Februar 2014. Das ist das letzte Update. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir uns doch irgendwo hier eine Hütte bauen können. Hier oben, das gefällt mir. Wenn das denn sofern das hier möglich ist,
und erstmal schauen, wie es überhaupt geht und überhaupt. Und ja. Hier hat man eine schöne Aussicht aufs Wasser. Ja. Crafting. So. Hier können wir uns auch eigene Rüstung herstellen. Handmade Lockpick, also ein Schlüssel oder sowas. Mhm. Ja, gut, dann werden wir jetzt einfach mal erstmal, was brauchen wir denn dazu? Wood planks. Ja, normalerweise müssten wir hier natürlich wirklich aufpassen, je nachdem wie die anderen Spieler hier so abgehen auf dem Server, dass wir nicht einfach von hinten irgendwo gelüncht werden oder so. Wood planks. Da haben wir Woodplanks. Dann machen wir doch mal Woodplanks. Craftet der eigentlich auch weiter, wenn ich hier durch die Gegend witze, oder? So. Schauen. Ja, sieht so aus. 10 Woodplanks. So. Craft. Ja, ich würde da gerne hier irgendwo. Hütchen. Vielleicht kann man ja auch hier angeln. Ich weiß es ja nicht, was hier alles möglich ist im späteren Verlauf. Weil wir brauchen ja auch Nahrung und ja. Die Atmosphäre des Spiels ist schon ganz nett. Also ich finde das ganz toll mit dem Sound im Hintergrund. So, wie können wir das jetzt hier nutzen? Aha, okay. Habe ich mir schon gedacht, ist auch natürlich realistisch. Das können wir jetzt natürlich nur irgendwo platzieren, wo es gerade ist, vermutlich mal. Eine ebene Stelle. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Richtige gebaut habe, weil, wie gesagt, war ein super tolles Englisch. Wie wäre es denn hier? Hier soll, hier könnte es doch einiger, hier könnte es doch passen. Aha. Ach so. Mhm. Ja, jetzt haben wir hier so einen Boden gebaut. Aha, okay. Den Untergrund. Man kann mit der die linke Maustaste gedrückt halten und der Holz wird hier fröhlich das Holz ab. Ja, wie gesagt, man kann ja gerne mal auch zusammenspielen. Hätte ich gar nichts gegen.
eigentlich jetzt hier mit dem Baum? Wenn ich jetzt ein bisschen warte, kann ich vielleicht wieder noch rumpacken? Nein, okay. Das wollte ich nur wissen. Ah, ich weiß auch leider nicht, in welchem Jahre das Spiel, was das jetzt halt für ein Jahr sein soll, wo wir hier spielen. Also wir sind auf jeden Fall nicht die ersten Menschen auf Erden, weil, sonst würde es ja nicht schon die ersten Dörfer geben, wo wir gerade gestorben sind. Wegen der tollen Strahlung. Ich hoffe ja, dass ich meine Hütte vorher fertig bekomme, bevor ich sterbe. Dadurch, dass ich verhungere, weil ich weiß jetzt noch nicht, wie ich am besten die Tiere angreifen kann. Ohne zu sterben. So. Wood Plank. Ja, während wir craften, können wir natürlich ganz langsam nur gehen. Aber besser als wenn man gar nichts machen könnte. Wäre natürlich auch toll, wenn bei Hebe das Spawn, wo man auch angefangen hat zu bauen, weil sonst ist das wirklich gemein. Weil bis ich die Stelle hier wieder gefunden habe, ist glaube ich Weihnachten. So. Dann machen wir uns noch ein Fundament. Ich sollte eigentlich mehr sammeln auf einmal, aber ist alles noch frisch und ich muss erst mal schauen, wie das überhaupt hier alles funktioniert. Ja, die Grafik ist ziemlich gut, finde ich. Ich könnte sie jetzt noch etwas höher stellen, aber ich weiß nicht, wie es die Aufnahme beeinträchtigt. Deswegen habe ich das jetzt auf mittlere Einstellung. Ich will ja nicht mit 10 FPS hier durch die Gegend laufen. So, dann packen wir das hier mal rein und platzieren es hier. Also ich würde sagen, noch 2 Blöcke hier und dann mal schauen. Also 2 so Bodenplatten oder hier.
Kommen wir jetzt wieder hier dran? Oh ja, okay. Schade, dass es hier keinen Kompass gibt. Ja, ich sehe schon, da geht das erste Geflame los hier, wahrscheinlich. Ein paar Kids hier am Zocken. Ich denke mal, bevor wir unser Hütchen fertig haben, werden wir verhungern. Aber okay, dann habe ich schon mal daraus gelernt, dass ich sehr wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, zur Bestrafung sonst wo spawne und meinen Punkt nicht wiederfinde und dann quasi von neu beginnen muss. Aber das muss man ja auch erstmal alles wissen, wenn es denn so ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt Lust hat, hier zuzuschauen, weil es passiert ja nicht viel. Das könnte auch schnell langweilig werden. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, es ist schon anstrengend. Aber gut, dass wir uns hier an diesem Baum da hinten orientieren können, weil ich habe nämlich absolute Orientierungsschwierigkeiten. Oh, das gibt richtig viel Holz. Das gefällt mir. So, wie viel haben wir denn jetzt hier? Dann kommen wir doch schon wieder Wood Planks herstellen. So, während wir Wood Planks herstellen, schleppen wir uns hier ein bisschen durch die Gegend. Hier ist der gute Baum. Und versuchen noch mehr Holz zu besorgen. Ist er schon fertig oder was? Ja. Okay. Gut, gut. Mhm,
Durchaus können wir auch zaubern und durch den Baum hindurchschauen. Also magische Kräfte haben wir auch. Warum die Musik? Droht Gefahr? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, die kommt einfach so zwischendurch. Vermuten wir mal, dass gleich auch die Sonne untergehen wird. Die geht sogar sehr schnell unter. Ja. Und dann sind wir natürlich sehr hohe Gefahren ausgesetzt. Ich nehme mal an, dass dann gefährliche Tiere aus dem Wald kommen und uns auch töten. So. Dann zwei noch davon. Das dauert auch wieder 2 Minuten. Sehr ruhig. Im Moment geht uns hier noch keiner auf den Sack, sage ich jetzt einfach mal gut Deutsch. Gucken, ob wir wieder holzen können. Ja, komm mal. Und schon fertig hier? Nein, sind wir noch nicht. Gut, gut. Kein Problem. Warten wir noch. Oh, das wird, glaube ich, schon langsam dunkler. Ja. 487 Food, ja. Tut mir leid. Ich werde wahrscheinlich gleich verschmachten. Er sagt auch schon, ich habe Hunger. Unten rechts. Ja, es ist kalt. Hunger und er ist am Craften. Ja, ich versuche gleich mal irgendwelche Tiere zu finden, aber sehr wahrscheinlich werde ich dann da auch wieder sterben. Wenn ich Pech habe. So. Zack. Ist das denn so richtig? Ja. Zack und zack. Das sieht doch schon toll aus. Machen wir uns ein kleines Hütchen, was wir dann gleich nie wieder finden, sehr wahrscheinlich, weil wir dann gleich drauf gehen. Ja, so ist das nun mal. Die Nacht bricht ein und ja, wir sind hier nicht gesichert. Pilars. Ich denke mal, die brauchen wir, um die Wände zu positionieren. Vermute ich mal, ich weiß es nicht. Machen wir einfach mal 2 Stück. So, jetzt ist der Ton weg. Ich weiß nicht warum, das ist, liegt wahrscheinlich an der Alpha. Die, naja, was soll's. Gut. Pilas. Zack. Ja, ich hab recht, ich hab recht. Da und da. So, dann brauchen wir jetzt hier noch mehr. Das sieht ja schon mal richtig wunderbar aus.
Das wird ein 4-Sterne-Hotel, meine Freunde. Ja, sollen wir denn mal auf die Jagd gehen? Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt einfach mal hier in diese Richtung laufen. Das sieht ja verdammt geil aus mit der Sonne. Ich denke mal, wir müssen das Essen dann sicherlich erst zubereiten. Können es nicht einfach so roh verzehren. Das heißt, ich werde definitiv sterben, weil ich noch nicht weiß, wie ich das am besten mache. Aber ich glaube, sieht das geil aus. Ja, ich glaube, dass wir jetzt hier auf die Schnelle keine Tiere finden und ich bin gleich sowieso verhungert. Ich will nicht sterben. Hier wäre auch eine schöne Ecke gewesen, eine Hütte hinzubauen. Schön versteckt hier in dieser Ecke. Ich glaube, das wird meine nächste Hütte. Vielleicht. Oh, was ist das denn? Schwarze Löcher oder so? Ach komm, ich werde wahrscheinlich jetzt eh sterben gleich. Da bringt uns natürlich das Farmen nicht viel, da wir sicherlich ja, wenn wir sterben, ist ja sowieso wieder alles futsch, was wir jetzt farmen. Ich kann nur hoffen, dass wir hier wieder gleich spawnen. Oh, meine Freunde, es wird dunkel. Gleich haben wir ein großes Problem, glaube ich. Woodplanks. So. Boah, sieht das geil aus. Meine Güte, sieht das geil aus. Diese Medipacks, die wir haben hier, können wir auch mit Taste 2 nicht benutzen. Use, aha, okay. Das sind auch nur Bandagen. Das bringt uns nicht viel. Heals, null Heals, ja.
Ja, ich denke mal, ja, ich hoffe, dass wir jetzt nicht, wie gesagt, zum 10. Mal Wiederholung, zum 10. Mal wiederholt, jetzt irgendwo ganz woanders spawnen gleich. Das wäre echt schade. Ich möchte es gerne jetzt hier drauf platzieren. Wie sieht das denn hier aus? Gehört das denn so? Ich weiß es nicht. Sieht so aus. Gut. Das sieht ein bisschen komisch aus. Was soll's? Gut. Was brauchen wir denn für unsere Wände? Vier Planks. Ja. Da ist der Mond. Es ist sehr kalt, meine Freunde. Ich gehe jetzt trotzdem mal zum Wasser. Vielleicht kann man da doch irgendwelche Fische. Vielleicht findet man da doch irgendwelche Fische. Oder wir ertrinken hier, ich weiß es nicht. Jo, at a camp. Ja, ist das wohl jetzt at a camp? Was ist der Unterschied zwischen Respawn und at a camp? Weil irgendwie, keine Ahnung. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Wie sind wir da ganz woanders, richtig? Quasi unsere Hütte umsonst gebaut. Das, was ich vermutet habe. Beziehungsweise der eine oder andere sagt doch, oh, du musst doch nur da und da hinlaufen und dann bist du doch wieder da. Ja, und ich, Noob, ne? Ich weiß natürlich gar nicht, wie ich da hinkomme. Ich würde sagen, dann bleiben wir jetzt erstmal dabei und würde sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass ich jetzt so toll, ja, dass ich jetzt hier nichts erreicht habe. Aber ich muss das Spiel erstmal kennenlernen und ihr sollt dabei sein. Und, ach, hier ist schon wieder ein verstrahltes Dörfchen wahrscheinlich. Komm, das schauen wir uns eben noch an. Ja, richtig. Ich denke mal, da brauchen wir jetzt gar nicht hinzugehen. Dann sterben wir nämlich wieder. Ich weiß ja nicht, ob die immer so hohen Strahlenwerte haben. Wir probieren das einfach mal aus. Wir gehen jetzt einfach mal hin. Ich weiß nicht, wie lange wir den Strahlen ausgesetzt sein dürfen.
Gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Let's Play und dann versuchen wir erstmal, wie das funktioniert mit Tiere jagen und töten und essen und so, bevor wir da anfangen, irgendwie eine Hütte zu bauen, weil das hat natürlich jetzt wunderbar geklappt. Nicht? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer TJ Player.